Warum hat sie es gemacht? Um Martin Schulz zu schützen und zu retten? Das ist ein ganz bitterer Abend für uns. Das ist klar, da gibt es auch nichts zu beschönigen. Wir haben in unserer Herzkammer die Wahl verloren und wir haben mit Hannelore Kraft eine starke SPD-Frontfrau jetzt verloren. Dass Hannelore Kraft so konsequent heute ihren Rückzug angekündigt hat, zeigt einfach, dass sie eine starke Frau in auch einer schwierigen Stunde ist, dass sie sehr konsequent ist. So habe ich sie immer kennengelernt und das ist auch richtig so. Und ich habe da großen Respekt vor. Dass sie es gemacht hat? Ich finde richtig, dass sie es gemacht hat. Ich habe großen Respekt davor, dass sie es so konsequent und klar gemacht hat. Und ich habe immer gerne mit ihr zusammengearbeitet und wir sind ja trotz dieser Niederlage heute Abend alle sehr dankbar. Ist aber ausschließlich sie tatsächlich für diese Niederlage verantwortlich und wäre es dann deshalb richtig, zurückzutreten? Hannelore Kraft hat selbst gesagt, dass sie diesen Wahlkampf ganz klar selber auch mit landespolitischen Themen geführt hat, dass es auch ihre Bitte an uns, an die Bundespartei war, dass wir es auf landespolitische Themen konzentrieren. Das haben wir auch gemacht. Und war das falsch? Das glaube ich nicht. Das muss auch die Ministerpräsidentin vor Ort wissen. Und wir haben ja schon landespolitische Themen. Wir haben es eben gehört in der Auswertung, wie zum Beispiel das Thema innere Sicherheit, wo sehr stark darüber diskutiert worden ist, was die Union auch aufgegriffen hat, wo sie sehr stark auch natürlich Oppositionswahlkampf gemacht hat. Nicht nur das, sie hat so einen richtigen Wutbürgerwahlkampf an der Stelle gemacht. Und das war schon auch eine Schwierigkeit in diesem Wahlkampf. Ein Thema war die Schulpolitik, Jürgen Trittin, und da sind vor allen Dingen die Grünen, ihre NRW-Grünen, für gescholten worden, weil man gesagt hat, das ist komplett verbaselt gewesen. Die Silvia Löhrmann war auch Schulministerin, muss man für all diejenigen sagen, die vielleicht nicht in NRW leben. Ist es dann unfair, dass Hannelore Kraft, nur Hannelore Kraft, dafür zurücktritt, dass die Wahl so krachend schiefgelaufen ist? Es ist richtig, wir haben die Wahl in NRW verloren, in NRW unter anderem mit der Schulpolitik. Das ist so. Und deswegen sind wir jetzt wieder auf dem Niveau angelangt, wo wir 2005 mal waren. Silvia Löhrmann hat erklärt, sie steht für weitere Ämter nicht zur Verfügung. Außer dem Ministeramt hat sie auch nichts, von dem sie zurücktreten kann. Ja. Wir Grünen sind ja ein bisschen eigen. Wir achten darauf, dass die Leute nicht zu viele Ämter haben. Das hat auch Vorteile. Man muss da nicht so viel zurücktreten. Finden Sie es denn richtig, dass Hannelore Kraft zurücktritt? Ich finde, dass sie eine konsequente Haltung an den Tag gelegt hat nach einer verheerenden Wahlniederlage. Die ist vor Ort zu verantworten. Ich sage das auch mit Blick auf die eigenen Leute. Wir haben in der Woche davor eine Wahl in Schleswig-Holstein gehabt. Da haben wir bewiesen, dass man auch unter schwierigen bundespolitischen Bedingungen, die sind nicht einfach für Grüne, zweistellig und dritte Kraft werden kann. Und das ist jetzt sozusagen für uns die Botschaft aus diesen beiden Wochenenden, diese beiden Sonntage. Wir wissen jetzt, in welchem Korridor wir uns zu bewegen haben. Wenn wir gut sind, können wir unser Wahlziel erreichen, dritte Kraft und zweistellig werden. Und wenn wir schlecht sind, landen wir sozusagen bei 6%. Und ja, das ist eine Herausforderung. Oder ist die Botschaft, es läuft echt schlecht für die Grünen in diesem Jahr und die kriegen überhaupt gar kein Bein mehr auf den Boden? Das würde ich nach dem letzten Sonntag nicht sehen, weil wir bewiesen haben, dort in Schleswig-Holstein, dass man mit einer vernünftigen, engagierten Politik, zum Beispiel im Energiesektor, mit einer klugen und bedächtigen Finanzpolitik, wie sie Monika Hein heute präsentiert, entsprechend punkten kann. Das ist für mich ein gutes Signal. Und wenn man politische Fehler macht, wie das in NRW offensichtlich in der Bildungspolitik geschehen ist, dann schneidet man schlecht ab. Insofern ist für uns das Rennen offen. Herr Bouffier, Sie sind Ministerpräsident, Sie können sich reindenken in das, was Hannelore Kraft heute noch am Wahlabend, kurz nachdem man erste Hochrechnungen erst kannte, gemacht hat. Sind Sie beeindruckt? Ich habe Respekt vor dieser Entscheidung. Das ist ja nicht einfach. Man hofft, man weiß, die Sache ist schwierig, dann geht man raus und schafft Klarheit. Das finde ich respektvoll. Die andere Seite, Rot-Grün, ist so klar abgewählt worden. Für die SPD ist das ein Desaster. Es ist ein wirklich sehr, sehr schlechtes Ergebnis. Und um mal den Bogen zu schließen, es gab kein Land, keine Regierung, auch unter Führung von Frau Kraft, die das Thema soziale Gerechtigkeit so in den Mittelpunkt ihrer Politik gestellt hat. Kein Kind zurücklassen, vieles andere Dinge. Das war ihre Agenda. Und diese Agenda ist erkennbar abgestraft worden. Die Leute wollten eine andere Politik. Ich glaube auch sehr stark Landespolitik. Das war eine Landtagswahl.
Es gibt immer Einflüsse auch des Bundes. Aber zurück, ja, Respekt. Aber natürlich auch Glückwunsch an Armin Laschet und die CDU. Armin Laschet hat das verdient, er hat gekämpft und man kann eines sehen. Hat er es wirklich verdient, wenn Sie sich anschauen, dass er in allen Direktwahlvergleichen gegen Hannelore Kraft nun wirklich mächtig verliert, nicht mal seinen eigenen Wahlkreis holt, hat also, der Mann dann verdient, Ministerpräsident zu werden. Sag mal ein Beispiel, das kann dann jeder verstehen. Bei uns in Hessen haben wir... Aber Sie haben schon auch meine Frage gehört. Ja, schauen Sie. Oder mögen Sie nicht so? Ich bin ein langer Parteivorsitzender. Wenn ein Kollege aus der Gegend Fulda zu mir kommt, die immer Traumergebnisse für uns bringen, dann ist er natürlich davon überzeugt, der ist der Größte schlechthin. Wenn wir in einer sozialdemokratischen Hochburg einen tollen Bewerber haben, der aber nicht so toll abschneidet, dann sind beide trotzdem tolle Kandidaten. Das darf man nicht überbewerten mit dem Direktmandat. Das Zweite, Frau Kraft ist 7 Jahre Ministerpräsidentin. Dass der Amtsinhaber in der Regel vorne liegt bei den Umfragen, das ist auch nicht außergewöhnlich. Was mich interessiert ist, die CDU, gerade die CDU Nordrhein-Westfalen, hat lange Zeit immer so eine Neigung gehabt, den sie vorne hatte, dann selbst wieder in Zweifel zu ziehen. Und dass sie am Ende so stark gepunktet haben, hat sehr viel damit zu tun, dass sie zusammengehalten haben, sie Kurs gehalten haben und nach meiner Überzeugung auch die richtigen Themen gebracht haben. Kommt Ihnen eigentlich jetzt gelegen, ich meine da mit der FDP, Herr Kubicki, gelegen, dass Schwarz-Gelb sogar noch möglich sein könnte, wenngleich es doch den Anschein machte, auch nach allem, was Christian Lindner heute Abend gesagt hat, dass er sich lieber jetzt darauf konzentrieren würde, den Bundestagswahlkampf zu machen und sich nicht noch in irgendwelche 10 Verhandlungen zu begeben? Ja, gut, das entscheiden die Freunde in Nordrhein-Westfalen selbst, wie sie das organisieren. Aber ich möchte auf diese Frage zur Frau Kraft noch mal etwas sagen. Und zu Herrn Laschet, das entscheidet der Wähler. Er hat entschieden, dass er das für gerecht ansieht, dass Herr Laschet jetzt Ministerpräsident wird und Frau Kraft es nicht mehr sein wird. Das müssen wir akzeptieren, auch wenn es manchen Journalisten auch nicht gefallen sollte. Aber nicht gesagt. Nein, ich meine Sie nicht, sondern die Demutsgebärden, die ich jetzt schon gehört habe, sind auch... Noch sind die Gebärden nicht erwiesen, Herr. Also, gut, okay. Lassen wir, aber ich freue mich natürlich über das beste Ergebnis, was die FDP NRW je erzielt hat. Bei uns über das zweitbeste Ergebnis seit Bestehen unseres Landes. Dass die Freien Demokraten 4 Monate vor der Bundestagswahl in 2 bedeutenden Ländern zweistellig abschneiden, hätte keiner uns zugetraut. Und das macht uns zunächst erstmal nicht nur, freut uns nicht nur, sondern gibt uns auch Rückenwind für die Bundestagswahl, glaube ich. Die Behauptung, dass das nur landespolitische Themen sind, kann ich nicht teilen. Denn sowohl im Saarland als auch in Schleswig-Holstein, wo übrigens die Zustimmung zur Regierungspolitik ganz anders war als Nordrhein-Westfalen, haben die Sozialdemokraten jeweils verloren, und zwar deutlich. Das bedeutet, es muss ein Strukturproblem bei den Sozialdemokraten geben, das man nicht wegwischen kann. Und darüber sollten Sie vielleicht nachdenken. Ich muss mir über die SPD keine Gedanken machen, aber das einfach jetzt so beiseite zu lassen, taugt nichts. Was in NRW sein wird, weiß ich nicht. Aber da die Union die letzten Wochen gegen uns massiven Wahlkampf betrieben hat, wird sich das, glaube ich, auch widerspiegeln in der Bereitschaft meiner Partei, mit der Union in ernsthafte Gespräche einzutreten. Seid ihr jetzt beleidigt? Wir brauchen kein Taschentuch, wir sind noch nicht beleidigt. Im Gegenteil, wir sehen das sportlich im Wettbewerb. Aber was man auch feststellen muss, was man früher nicht bedacht hat, Union und FDP haben keine kommunizierenden Röhren miteinander. Bei gestiegener Wahlbeteiligung haben wir beide mächtig zugelegt. In Schleswig-Holstein übrigens genau das Gleiche. Das bedeutet, die bisherige Behauptung, alles, was wir erreichen, kommt von der Union, hat sich als falsch herausgestellt. Ergänzen Sie mal sinnvoll für uns, Herr Kubicki, weil Sie wirklich jemand sind, der schnell formulieren kann. Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling und 2 gute FDP-Ergebnisse. Ergebnisse der beiden einzig bundesweit bekannten FDP-Vertreter machen noch keine oder keinen? Sommer. Aber sie machen wahrscheinlich einen guten Herbst. Und ich bestreite die Behauptung, dass wir bundesweit keine weiteren bekannten Menschen haben. Katja Suding in Hamburg beispielsweise hat ein herausragend gutes Ergebnis erzielt. Lenke Steiner, beide kandidieren für den Bundestag. Der Kollege Czaja hier in Berlin, völlig überraschend. Und der wird mal dokumentieren, was die FDP in Berlin alles so aufmischen kann. Also, Saarland haben sie rausgelassen? Ja, im Saarland haben wir ja nicht gewonnen. Also Oliver Luxisch wird selbstverständlich auch antreten. Aber ich will mich zu anderen nicht äußern. Entscheidend ist unsere eigene Stärke, unsere eigene Kraft. Aber wenn der Bundesvorsitzende der FDP und sein Stellvertreter solche Ergebnisse erzielen, was veranlasst Sie zu der Annahme, dass wir das im Bundestagswahlkampf nicht erreichen könnten? Also wir sind sehr ambitioniert, nicht überheblich, aber das ist so eine Anstrengung wert. Und ich bin sicher, dass die gute Stimmung, die momentan vorherrscht, und die schlechte Stimmung zulasten der Sozialdemokraten uns jedenfalls auch ein gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl bescheren. Da die SPD wieder angesprochen ist, Giovanni, wie sehr schadet das Ergebnis in Nordrhein-Westfalen nun Martin Schulz und den Chancen der SPD im Bund? Naja, vielleicht kann man sich ja auch an einer Deutung versuchen, die davon ausgeht, dass da 3 Landesregierungen abgestraft worden sind, die nicht besonders überzeugend waren. Also 2 und eine, die hingegen wiedergewählt worden ist, weil
auch politische Gegner der Ministerpräsidentin im Saarland zu billigen, dass sie ordentliche Arbeit geleistet hat. So, dann in Schleswig-Holstein. Ich kenne, anders als Herr Kubicki, den Ministerpräsidenten nicht und Herrn Stegner auch nicht. Deshalb will ich dir nicht zu nahe treten. Aber ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, Sie sind von Ihrer Ausstrahlung nicht die sympathischsten Zeitgenossen. Sie wirken auch nicht besonders nahbar. Vielleicht haben Sie auch auf Themen gesetzt, die den Bürgern nicht besonders am Herzen lag. Hamburg liegt ziemlich nah dran an Schleswig-Holstein und das war ein sehr sachlicher Wahlkampf, der auch um landespolitischen Dinge ging. Insofern ist das Ergebnis vielleicht da auch nicht so wahnsinnig überraschend. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, die Bilanz der 5 Jahre Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen plus den Innenminister Jäger war vielleicht auch für den Wähler nicht überzeugend. Also es gibt eine ganz starke, selbstverschuldete Dimension meiner Meinung nach, sodass man nicht alles auf den heiligen und jetzt gefallenen Engel Martin Schulz beziehen kann. Nur hat er das selber ja auch gemacht. Vielleicht schauen wir uns mal einen O-Ton an, bei dem man ja darüber diskutieren kann, wollen wir dann machen, ob das so klug war, dass er sich so sehr verbunden hat mit der Landtags, weil es ja keine Idee von uns, dass man nur dahin schaut, sondern es ist auch durchaus seine Verbindung gewesen, die er gezogen hat, Anfang April in Essen. Am 14. Mai nach 18 Uhr geht der Balken nach oben und heißt es, Hannelore Kraft bleibt Ministerpräsidentin. Ja, und ganz klar schaue ich besonders auf diese 18:01 Uhr. Denn dann heißt es auch, die SPD wird die stärkste Partei in Deutschland und ich werde Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Haben Sie mit ihm gesprochen, Frau Schwesig, was er dann heute um 18:01 Uhr gedacht hat? Vielleicht, dass Angela Merkel doch Bundeskanzlerin bleibt? Nein, das hat er nicht gedacht und das ist auch nicht unsere Meinung, weil ich nicht glaube, dass die Entscheidung heute, so schwer sie auch für uns ist, schon eine Vorentscheidung zur Bundestagswahl ist. Das sieht übrigens Armin Laschet, der Wahlgewinner in NRW, ja selbst so, wie wir eben sehen konnten. Landtagswahlen sind Landtagswahlen und Bundestagswahl hat ihre eigene Dynamik. Bis zum 24.09. ist noch viel Zeit. Wir erleben, dass die Stimmungen schnell schwanken. Und deshalb glaube ich, dass das Rennen heute noch völlig offen ist. Und für uns ist klar, ab morgen ist dann sozusagen der Ball auch bei uns. Denn ab morgen ist die Zeit, der Bundestagswahlkampf wird da eröffnet. Und dann können wir auch jenseits der Landtagswahlen uns komplett auf die Bundestagswahlen konzentrieren. Nur noch mal gefragt, Martin Schulz war es ja selber, der die Verbindung gezogen hat. War das dann ein Riesenfehler? Aus heutiger Sicht kann man immer sagen, hätten wir es nicht machen sollen. Hinterher ist man immer schlauer. Aber natürlich, also war es ein Fehler? Nee, das würde ich nicht sagen. Sie können sich ja auch nicht vor einer Landtagswahl hinstellen und sagen, huhu, mal sehen, wie das ausgeht. Damit wollen wir mal nichts zu tun haben. Fakt ist, dass das auch meine persönliche Erfahrung, ich habe ja nun viele Landtagswahlkämpfe mitgemacht, auch Bundestagswahlen. Landtagswahlen werden wirklich vor Ort entschieden. Das haben wir bei allen Wahlen gesehen. Es ging um landespolitische Themen. Und die Union wird ja bei einer Bundestagswahl gar nicht den Wahlkampf machen können, den sie jetzt zum Beispiel in NRW gemacht hat. Die Union kann nicht die innere Sicherheit zum großen Problemfall erklären, weil sie selber den Minister für innere Sicherheit stellt, der ja auch ab und zu Schwierigkeiten hat, wenn ich es mal nett ausdrücken darf. Die Union kann nicht gegen die Bildungspolitik unterwegs sein, weil sie selber die Bildungsministerin stellt. Und Frau Merkel kann auch nicht, so wie jetzt im NRW-Wahlkampf, einfach mit falschen Behauptungen unterwegs sein. Also die Union kann ja im Bundestagswahl keinen Wutbürgerwahlkampf machen, so wie sie ihn sich jetzt auch ein bisschen abgeguckt hat von der AfD, so sehr straight und dann eben, wie gesagt, auch teilweise mit Falschbehauptungen sogar. Frau Merkel ist da so reingegangen. Es wird ein anderer Wahlkampf werden. Und die hat eine andere Meinung als Herr Bouffier. Das Thema soziale Gerechtigkeit ist weiterhin ein wichtiges Thema. Aber wir werden es verknüpfen mit dem Thema Investitionen für Wirtschaft. Und Martin Schulz hat jetzt die Gelegenheit, ab morgen, wo der Fokus für alle jetzt auf die Bundestagswahl liegt und nicht mehr auf Landtagswahlen, auch weiter seine Themen zu setzen. Und das wird er auch tun. Sehen Sie sich so ausgebremst, Herr Bouffier, im Bundestagswahlkampf auf das Thema innere Sicherheit nicht mehr gucken zu können, weil Sie den Innenminister stellen? Mitnichten. Das ist ein Abend für uns zum Freuen, zum richtigen Freuen. Aber natürlich nicht, um zurückzulehnen, schon gar nicht für Überheblichkeit oder was auch immer. Ich teile Ihre Meinung, die Bundestagswahl ist noch weit hin, aber wir haben einen guten Rückenwind. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich. Wir werden natürlich das Thema innere Sicherheit behandeln, aber nicht nur. Die ganze Palette wird da sein. Und einen Unterschied, Frau Schwesig, muss man schon sehen. Wenn Sie in Nordrhein-Westfalen im Wahlkampf unterwegs waren, das ist unser Nachbarland,
Sie können einen Oppositionswahlkampf nicht erfolgreich führen, wenn das Thema nicht da ist. Die Menschen haben diese Themen gehabt und Sie können es vergleichen. Wenn Sie das vergleichen mit Baden-Württemberg, mit Hessen, mit Bayern oder Rheinland-Pfalz, eine solche Stimmung haben Sie nirgends. Und wenn in einem Land die Leute mehr beklaut werden als fast in der Hälfte der Republik zusammengenommen, dann muss ich eine Antwort geben. Und dann ist ein einziges Beispiel sehr praktisch. Die Schleierfahndung gibt es bei uns seit 1999. Mhm. Wenn ich die höchste Kriminalitätsbelastung habe, die niedrigste Aufklärung, dann muss man sich doch fragen, wenn andere Instrumente haben, sollten wir das nicht auch mal probieren, um zu besseren Ergebnissen zu kommen? Die Leute, die beklaut werden, denen ist der ganze ideologische Schnickschnack völlig egal. Die wollen nicht Opfer werden. Wenn dann ein Land sagt, wir nehmen diese Instrumente nicht, dann ist das aus meiner Sicht eine ideologische Verfestigung. Und das kann man an einigen Punkten sehen. Unterm Strich, diese landespolitischen Themen waren da. Bundespolitisch werden wir das natürlich diskutieren. Und ich bin sehr zuversichtlich, wir werden das mit guten Ergebnissen tun. Wir haben jetzt 4,5 Monate noch Zeit und ich bin gespannt, Sie haben es angekündigt, ein großes Thema war doch immer, dass die Leute gesagt haben, was will denn Herr Schulz? Was will er? Und wenn jetzt konkret was kommt, dann werden wir darüber engagiert diskutieren. Aber Herr Wuffi, wegen dem Konkret, nicht? So ganz, machen Sie sich einmal ehrlich. Ich meine, NRW brauchen wir nicht mehr drüber reden. Die Bürger haben entschieden. Das ist das größte Bundesland. Und das ist, nein, die Bürger haben entschieden. Und wir müssen ja jetzt nicht den Wahlkampf, der vorher schon stattgefunden hat, bei innere Sicherheit jetzt irgendwie hier wiederholen. Aber Fakt ist, ist ja eins, dass letztendlich Herr Schulz in den letzten 3 Monaten konkreter war als Frau Merkel die vergangenen 12 Jahre. Er hat vorgelegt zum Thema Arbeitsmarktpolitik. Da können Sie eine andere Meinung haben. Aber wir, Martin Schulz hat ganz klar gesagt, er will ein Instrument anbieten für die Menschen, die arbeitslos wären, dass sie länger Arbeitslosengeld bekommen mit Qualifizierung. Wir haben vorgelegt beim Thema Familienpolitik, da sind Sie ehrlich ziemlich blank. Wir haben Modelle, wie wir Familien mehr Zeit geben wollen. Wir wollen gebührenfreie Kita. Das sehen Sie anders. Das ist auch okay. Da werden wir unsere Unterschiede deutlich machen können. Er hat deutlich gemacht, dass wir in die Wirtschaft investieren wollen, insbesondere beim Thema berufliche Bildung, weil der Fachkräftemangel die Unternehmen absolut umtreibt. Und er wird weitermachen. Wir werden morgen unser Programm diskutieren im Parteivorstand. Er wird weitermachen mit dem Thema Bildung. Und Herr Bouffier, was ist da die Position der Union? Da habe ich noch nichts gehört. Wir gucken gleich noch mal hin, ob das nicht alles viel zu spät kommt, wie sich Martin Schulz jetzt inhaltlich positioniert. Aber Sie, Herr Kubicki, wollten dazwischen. Ich wollte nicht dazwischen, sondern einfach nur sagen, Sie haben ein Glaubwürdigkeitsproblem, was wir in den Landtagswahlkämpfen erlebt haben. Wer regiert seit 50 Jahren in NRW und beklagt jetzt die Kinderarmut? Wer regiert seit 27 Jahren in Schleswig-Holstein? Zwischendrin war auch mal Schwarz. Fünf Jahre von 50. In Schleswig-Holstein 2,5 Jahre von 30. Also die Frage ist immer, wer hat eigentlich regiert? Das, was Sie beklagen, ist das Ergebnis der sozialdemokratischen Politik. Das wird Ihr Problem in der Kommunikation auf Bundesebene sein. Wenn Sie auf dieses Thema setzen, kann ich Ihnen garantieren, gehen Sie unter 25%. Auf soziale Gerechtigkeit, das halten Sie für... Ich habe nichts gegen soziale Gerechtigkeit, aber man nimmt, wer regiert seit 1998 bis auf 4 Jahre Ausnahme im Bund denn mit? Alles, was Sie jetzt beklagen, alles, was Sie jetzt sozusagen wir sagen ganz klar, was haben wir selber als SPD durchgesetzt in der Bundesregierung und wollen wir noch weiter voranbringen, aber ohne die Union. Was Sie sagen doch gerade... Ich mache Ihnen ein Beispiel. Herr Schröder. Bei der Familienpolitik gibt es große Unterschiede. Wir haben durchgesetzt, dass bald der Unterhaltsvorschuss für die Alleinerziehenden verabschiedet wird. Da waren Sie, Herr Bouffier, in einer gemeinsamen Runde ziemlich dagegen. Und wir sagen, wir wollen mehr. Wir wollen zum Beispiel die Abschaffung der Kita-Gebühren. Und das geht nicht mit Frau Merkel und der Union. Mit Rot-Rot-Grün wollen Sie das machen, oder? Wir wollen es mit einem Kanzler Martin Schulz machen, der klar dafür steht. Und das ist was ganz Konkretes. Die Verkäuferin, die heute 600 Euro Kita-Gebühren bezahlt für ihre zwei Kinder, bei 1400 Euro Lohn, die interessiert sich dafür. Die Wahlkampf führen wir ja noch, Frau Schwede. Wir sind sehr konkret. Nee, aber es gab ja einen anderen Effekt. Ich will mal auf einen O-Ton gucken, bei dem ich mich gefragt habe, warum genau macht Hannelore Kraft das und macht das am Freitagmorgen im Morgenmagazin, indem sie sagt, sie hat darauf gedrungen, dass Martin Schulz bitte nicht vorzeitig, also bevor heute gewählt wird, inhaltlich kenntlich wird. Gucken wir uns den Ausschnitt mal kurz an, bitte. Haben Sie denn darauf gedrängt, dass Martin Schulz die Konzepte erst nach der Landtagswahl vorstellen soll? Ja, ich bitte um Verständnis. Natürlich habe ich darauf gedrängt, denn ich möchte gerne, dass meine Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer sich jetzt nicht mit bundespolitischen Debatten aufhalten, sondern sich um Landespolitik kümmern und die landespolitischen Themen im Vordergrund stehen. Und deshalb kommen danach, die Zeit ist ja noch lang genug bis zur Bundestagswahl, kommen wir mit den inhaltlichen Konzepten in allen wichtigen bundespolitischen Fragen.
Giovanni, Hauptkritik an Martin Schulz ist von vielen, außer von Manuela Schwesig, aber das versteht man auch, dass er nicht kenntlich wird, dass man nicht weiß, wofür er denn nun genau steht, über das hinaus, was er vielleicht angetippt hat mit dem Arbeitslosengeld Q und mit der sozialen Gerechtigkeit en gros. Wie sehr hat etwa auch der Vorstand oder auch nur Hannelore Kraft Martin Schulz damit geschadet, dass sie ihn so weit ausbremst und sagt, werd nicht kenntlich? Mhm. Da kommen zwei Dinge zusammen. Die landespolitischen Themen von Hannelore Kraft waren nicht überzeugend genug. Von Martin Schulz ist nicht genug rübergekommen, dass sozusagen die Landesverbände genug Schwung mitbekommen vom neuen Kanzlerkandidaten oder designierten Kanzlerkandidaten. Die beiden Sachen sind zusammengekommen. Und ich bin aber auch der Meinung von Herrn Kubicki, wenn Martin Schulz es jetzt in den nächsten Monaten nicht schafft, Jens in der Wahrnehmung der Leute etwas zusätzlich zum Gerechtigkeitsthema zu finden, dann wird er in der Tat dramatisch abschmieren, weil das Thema zu eng war. Die Sozialdemokratische Partei war immer dann besonders erfolgreich, wenn sie eine Botschaft hatte, die weit in die Mitte eingedrungen ist. Und wenn da Politiker standen, denen einige wirtschaftspolitische Kompetenz zugebilligt wurde. Wenn das fehlt, ist eine sozialdemokratische Partei nicht mehrheitsfähig. Insofern glaube ich auch, dass das problematisch wird, so wie ich auch glaube, dass das Sicherheitsthema ein großes Thema bleiben wird. Übrigens auch mit einem großen Risiko für die Union, wenn es nochmal, was Gott möge es verhüten, auch mal einen Anschlag geben sollte oder eine Flüchtlingswelle, wird das mit Sicherheit nicht der Union nützen. Aber etwas, was man an linken politischen Formationen nicht so richtig versteht, ist, warum sie sich so unendlich schwer tun, solche Themen wie, ich möchte mich sicher fühlen, wenn ich auf der Straße gehe abends, wenn ich die S-Bahn nehme, ich möchte keine Angst vor Einbrüchen haben, warum sie sich damit so schwer tun. Ich habe vorhin die Runde verfolgt der Generalsekretäre der Parteien. Da saß wieder der grüne Bundesgeschäftsführer, der darauf angesprochen wurde, auf das Einbruchsthema. Und er sagt, ihm ist Sicherheit auch wichtig. Und besonders, wenn man sieht, was bei der Bundeswehr gerade los ist oder die NSU. Das sind alles ganz wichtige Themen. Aber das eine hat nicht mit dem anderen zu tun. Und du gibst den Leuten ständig die Botschaft, ich nehme dich nicht richtig ernst. Eigentlich bist du ein Hysteriker. Und das straft der Wähler ab. Herr Trittin, warum nehmen Sie das Thema nicht ernst? Ich halte das, wenn es stimmt, halte ich das für eine berechtigte Kritik. Ich will nur auf eins hinweisen. Wir haben hier in Berlin, wenn man was machen will gegen Kriminalität, dann weiß jeder und jede, dass man nicht bei der Polizei sparen darf. Das ist der Grund, warum hier in Berlin unter der jetzigen Koalition jene 1000 Stellen neu besetzt worden sind, die unter der CDU nicht besetzt werden konnten. Es geht ja sogar noch weiter. Und da würde ich sagen, sollte man sich als Grüner, auch wenn wir aus einer anderen Tradition kommen, tatsächlich mal klar machen, was da geleistet worden ist. Als Herr Henkel hier Senator in Berlin war, da musste die Polizei CDU mit Schusswaffen, sollte ausgestattet werden mit ausgemusterten Schusswaffen aus Schleswig-Holstein, an denen sie nicht trainieren kann, weil jedes Schießgrün in dieser Stadt kaputt ist. Wir reden aber gerade über Nordrhein-Westfalen, wo das ein großes Thema war. Sie haben ja gesagt, die Grünen und die Parteien links der Mitte. Und ich sage, ich freue mich, dass es der jetzige Senat geschafft hat, die Berliner Polizei jetzt mit neuen und anständigen Schusswaffen auszusetzen. Aber bei der Videoüberwachung nach dem Anschlag am Breitscheidplatz tun sie das ganz schwer. Dass die Grünen nur Vorreiter der Polizeibewegung sind, das ist mir völlig neu. Völlig neu. Herr Kubicki, Sie wollen den Verfassungsschutz abschaffen oder nicht? Nein. Steht hier 2016 beschlossen von Ihnen. Nein, wir haben hier in Berlin, ich habe ja bewusst nicht gesagt, wir reden über Programme, sondern wir reden über das, was wir tun. Wir haben hier in Berlin dafür gesorgt, dass die dramatische Unterausstattung der Polizei beendet wird. So bekämpft man Kriminalität und nicht mit irgendwelchen symbolischen Debatten über Leitkultur. Das finde ich nämlich das tollste Stück, zum Beispiel aus dem Hause de Maizière. Herr de Maizière ist zusammen mit Herrn Henkel und zusammen mit Herrn Jäger dafür verantwortlich,
dass Anis Amri nicht vorher abgeschoben worden ist. Das sind die drei verantwortlichen Minister für dieses Organisationsversagen. Nein, das ist so. Und wir haben Beispiele, dass man das nicht anders machen muss. Und der Minister, der so versagt hat, fängt als an, eine Debatte über Leitkultur, diese Gesellschaft spaltet. Das schafft nicht mehr Sicherheit, sondern weniger. Wir springen durch die Themen. Ich würde gerne eines kurz... ich nehme Sie dran, Herr Bouffier, aber ich würde gerne eine kleine Ordnung wieder reinbringen, um zu sagen... Wenn ich mal antworten darf. Sie hat mich vorhin was Konkretes gefragt, durfte ich auch nicht antworten. Aber doch, zwei Dinge, ganz einfach. Ich will erst was fragen, Herr Bouffier, weil Sie sagen, Sie wollen gerne antworten. Konkret, dann bitte gerne auf die Frage. Wir waren bei der Frage... Aber die Technik ist gut, die merke ich mir. Hat sich Martin Schulz zu lange inhaltsleer gezeigt? Und da frage ich... Wenn es doch eigentlich geübte 11,5 Jahre lange Merkel'sche Politiktaktik war, dass man sich wenig kenntlich zeigt, warum lässt man das der Union durchgehen, aber der SPD nicht? Die Union hat eine relativ klare Linie. Das war auch die Frage von Frau Schwesig. Sie haben gefragt, was macht Frau Merkel? Die Politik von Frau Merkel kennen die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands seit 11,5 Jahren. Und alles in allem sind sie damit sehr zufrieden und Deutschland steht gut da. Die Politik von Herrn Schulz kennen wir bislang nicht. Das zentrale Problem von Herrn Schulz sind zwei Dinge. Erstens, Sie sagen, was er alles machen will. Mit wem will er das denn machen? Das fragen wir uns auch. Die Frage, gehen Sie nach links? Wollen Sie eine große Koalition? Wollen Sie irgendwas Buntes? Die SPD erzählt jeden Tag, es gibt nichts Schlimmeres, als weiter unter Angela Merkel in die große Koalition zu gehen. Ich halte das für Unsinn, weil Parteien müssen... mit Ausnahme der AfD und der Linken generell koalitionsfähig sein. Wenn Sie das ausschließen, müssen Sie doch irgendeine Idee haben, mit wem Sie eine Mehrheit haben wollen. Und dann kommt die Frage Rot-Rot-Grün oder wie auch immer. Keine Antwort. Zweites Problem, Sie haben inhaltlich ein großes Loch. Sie haben eben gerade erzählt, was Sie alles an Wohltaten machen wollen. Wirtschaft. Das Einzige, was zu dir kein einziges Wort erzählt hat, wie Sie das bezahlen. Und darüber müssen wir reden. Und nur zu Ihnen, Herr Trittin. Ganz kurz. Ich finde es ja sagenhaft, was Sie hier vortragen. Niemand kann doch ernsthaft bestreiten, dass man genügend Polizeibeamte haben muss. Ja, warum haben Sie die denn überall gehört? In Nordrhein-Westfalen, als wir das Land damals übernommen haben, fehlten 10.000 Stellen bei der Polizei. Schwarz-Gelb. Ich will jetzt einfach mal was Nettes sagen. Man kommt durcheinander bei den Farbenspielen. In Hessen, früher mit der FDP, in Hessen gibt es Videoüberwachung. In Hessen gibt es die Schleierfahndung. Und da streiten wir gar nicht. Wir sind da viel weiter. Und ich kann immer nur zur Kenntnis nehmen, Sie führen immer eine Grundsatzdebatte. Zum Beispiel bei der Videoüberwachung sagen Sie, das ist ein zu großer Eingriff für den Bürgern. Ich sage Ihnen, der größte Eingriff ist, wenn die Bürger ständig beglaubt werden. Und was mich sehr, sehr bedrückt hat, nach dem Anschlag hier in Berlin hat der Berliner Senat die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, sie mögen doch bitte Handys und Video und sonst was dem Senat oder den Behörden zur Verfügung stellen, damit man erkennen kann, was da los war. Also Video. Zwei Stunden später, ich habe das nicht für Möglichkeiten, hat Ihre Kollegin, Frau Popp, die Bürgermeisterin von Berlin, eine Frage bekommen von einer Kollegin und hat gesagt, das ist doch sehr sinnvoll mit dieser Videoüberwachung, hätten wir hier auch machen können, wird das in Berlin jetzt eingeführt? Antwort, selbstverständlich nicht. Die Frau, die die Treppe runtergestoßen wurde, Video überwacht, der Berliner Senat hat es nicht veröffentlicht, dann gab es hier in Berlin Krawall, die Leute haben das nicht verstanden, dann hat man es veröffentlicht, dann hat man wenigstens die Täter bekommen und hat sie bestraft. Ich rede nicht über Ideologie, praktische Vernunft und da ist noch großer Nachholbedarf, unterm Strich. Hier fehlt, mit wem wollen Sie eine Mehrheit, wie wollen Sie es bezahlen? Und bei den Grünen kann ich nur sagen, ich muss andere nicht belehren, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir sehr gut miteinander arbeiten und dass wir über solche Fragen keine Grundsatzstreite führen. Dort, wo es Sinn macht, stellen wir Videoüberwachung auf. Dort, wo es Sinn macht, machen wir die Schleierfahndung. Und selbstverständlich stellen wir Polizeibeamte ein, übrigens so viel wie noch nie seit der Geschichte des Landes. Also, jeder kann aus seinem Land berichten, die einen so, die anderen so. Aber ich glaube, unterm Strich interessiert doch die Menschen eins. Ich habe als CDU-Innenminister immer gesagt... Praktische Reden, Herr Bouffier, will ich mal nur auf eins hinweisen. Im rot-grün regierten Niedersachsen sind genau die Terroristen, die bei Vorbereitungshandlungen erwischt worden sind, ausgewiesen worden. Sehr gut. Und zwar von einer rot-grünen Regierung. Das hätte Herr Jäger auch machen können. Das hätte Herr Jäger machen können. Darauf hätte auch Herr de Maizière dringen können.
Darauf hätte auch Herr Henkel drängen können. Der hat die V-Leute Sie hier wissen, auch geführt. Dass die Ausweisung alles ist so. Ist. Und deswegen sage ich Ihnen, Sie müssen mich nicht darüber belehren, dass man solche Fragen praktisch handhabt. Das beweisen wir gerade in Niedersachsen mit einer Politik, die in dem Punkt hart ist, die aber anders als zum Beispiel in Hessen nicht sich daran beteiligt, Menschen in Kriegsgebiete abzuschieben. Das haben wir genauso wie Schleswig-Holstein nicht gemacht. Das nenne ich pragmatisches und kluges Handeln. Sie gestatten mir, die Linie zu suchen. Wir ehrlich und ich will bleiben. Sie wollen da die Grünen noch mit in Hessen, oder nicht? Die schon angesprochen. Ja, ich habe da gar keine kleine Differenz markiert. Gar nichts, meine Herren. Dann eine wird man einzige gar Frage, verstehen. Herr Trittin. Ich kriege morgen wieder Ärger mit meiner Mutter, die sagt, sie hat dass, wenn nichts wir zum verstanden. Beispiel sehr viele Frau Menschen... Frau Schlesig? Die freiwillig das noch am Muttertag. Das noch am Muttertag. So, also jetzt nochmal zu dem Aspekt. Kann das Herr Trittin, tun, aber niemand kann. Herr Trittin, wir können nicht zwingen, Menschen zu aufzuschieben. Wenn er mich anspricht. Gerade, ja, Sie sprechen dauernd hin und her. Dann wir können wir das zu einer Zweierveranstaltung machen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen ja in der Runde diskutieren. Sie gestatten mir, ich finde, zurück zu der Linie, die Sie aufgeworfen hatten. Wir waren bei den inhaltlichen Punkten, die nun für den Bundestagswahlkampf, der nun ja nach Ihrer Aussage morgen volles Rohr beginnen soll, die da eingeschlagen werden. Gucken wir zu den Koalitionsfragen und den Machtoptionen, die Volker Bouffier angesprochen hat, Frau Schwesig. Werden Sie sich da ab morgen jetzt klarer erklären als bislang oder nicht? Wir schließen die Zusammenarbeit außer mit der AfD mit keinem anderen aus. Aber wir machen auch keinen Koalitionswahlkampf, sondern wir kämpfen dafür, dass die SPD stärkste Kraft wird und sagen den Menschen, was sie von einem Kanzler Martin Schulz erwarten können. Und anders als Herr Bouffier, der sich hier selbstzufrieden hinsetzt und sagt, alles ist gut, dem Land geht's gut, Frau Merkel ist seit 11 Jahren da, damit sind die Leute zufrieden und so soll es bleiben, sagen wir, wo wir weitere Verbesserungen erreichen wollen. Aber und Sie sagen auch Rot-Rot. Rot-Grün schließen Sie nicht aus. Ich weiß, dass Sie alle gerne immer über die Koalitionsfragen reden wollen, aber ich sage ganz klar, wir führen keinen Koalitionswahlkampf, sondern einen inhaltlichen Wahlkampf. Und jetzt sagen Sie ja die ganze Zeit, wir sagen nicht genug Inhalte und deswegen würde ich gerne die Gelegenheit nutzen. Und Herr Bouffier hat ja gefragt, wie finanzieren wir das? Und da will ich mal ganz klar sagen, Frau von der Leyen aber noch mal gefragt, rennt dem 2%-Ziel der NATO hinterher. Sie will 20 Milliarden Euro mehr für Verteidigungskosten. Ich bin auch Wählerin. Wir sagen, und ich möchte immer ganz gerne 30, wissen, was ich mir einkaufe, wenn ich was wähle. Sie sagen immer, deshalb möchte ich immer noch wissen, schließen Sie Rot-Rot-Grün aus? Wir schließen keine Zusammenarbeit mit anderen Parteien aus, außer mit der AfD. Wir führen aber auch keinen Koalitionswahlkampf, nicht für eine gewisse Konstellation, sondern wir führen einen Wahlkampf für uns. Und die ganze Zeit gibt es die Kritik der Inhalte. Herr Bouffier hat gefragt nach den Finanzen, deswegen würde ich es gerne beantworten wollen. Also, bei den Finanzen gibt es einen großen Unterschied. Und zwar will die Union dieses 2%, angebliche 2%-Ziel der NATO bei Verteidigungskosten anstreben. Das wären mindestens 20 Milliarden Euro mehr. Sie sagen 30. Ich bleibe da jetzt mal bei einer konservativen Rechnung, 20. Wir sagen eben 10 Milliarden Euro mehr in die Bildung. Und da ist der knallharte Unterschied. Wir sagen, Geld, anstatt so viel Geld in Waffen, sagen wir, in die Bildung. Und das zeigen ja auch die Landtagswahlen, dass es fehlt an allen Ecken und Enden, gerade was die Schulpolitik angeht. Da kann der Bund sich mehr einbringen. Und das ist zum Beispiel ein klarer Unterschied und ein klarer Finanzierungsvorschlag. Ist es ein zentraler Fehler? Sie haben ja immer noch kein Geld. Giovanni, ist es ein zentraler Fehler, dass die SPD Rot-Rot-Grün nicht ausschließt? Mindestens hat man so das Ergebnis im Saarland verstanden, dass sich da ein solcher Fehler abgebildet hat in einem schlechteren Ergebnis für die SPD. Ich kann jetzt nur zwei Mutmaßungen äußern. Das eine ist, ich glaube, dass der SPD in Nordrhein-Westfalen es sehr gelegen käme, wenn es zu einer schwarz-gelben Koalition käme, weil man dann in bunten, schönen Wahlkampf führen kann, Rückkehr zur neoliberalen Kälte. Ach Gott. Ich sag ja nur... Ist Ihnen jetzt kalt? Wenn ich na, mir sage? Nicht, aber... Schreib das nur. Das, es gibt Dinge, es gibt Meinungen, die, so oder Szenarien, die haben nichts nicht? Mit der eigenen Meinung zu tun. Und das Zweite ist, ich glaube, die große Falle neben der Verengung auf Gerechtigkeit im Wahlkampf könnte es sein, dass die SPD gleichgesetzt wird mit, die wollen noch mehr Geld der Steuerzahler jetzt zur Unterstützung notleidender europäischer Staaten ausgeben. Da glaube ich, wenn das zusammenkommt, Verengung nur in der Wahrnehmung, nicht in der Programmatik, in der Wahrnehmung, Gerechtigkeitsthema plus mehr Geld, Steuergeld für Europa, wird das extrem schwierig.
Und was Rot-Rot-Grün anbelangt, ich glaube, wie gesagt, nur ein Glaube, ich kann mich da dramatisch irren, dass Martin Schulz relativ schnell die rot-rot-grüne Option ausschließen will, weil er gemerkt hat, damit lassen sich auch nur sehr bedingt Wähler mobilisieren. Sie waren immer dafür, Herr Trittin. Rot-Rot-Grün schien Ihnen eine Möglichkeit. Nein, ich glaube, dass es dort mehr Übereinstimmung in der Sache gibt. Ich glaube auf der anderen Seite, oder ich bin Realist, ich sehe, dass das auf der Bundesebene, wenn ich die jetzigen Wahlen und die Umfragen sehe, keine Perspektive ist. Das nehme ich ganz praktisch. Ich kann mich dabei auch nicht hinstellen und so tun, als würde es Brandenburg, ne? Brandenburg wird von SPD und Linken regiert. Wir sind da in der Opposition. Wir finden das schrecklich, was die machen. Aber wir würden nie der Landesregierung attestieren. Da würden Antidemokraten sitzen. In Berlin machen wir diese Koalition. Und da haben wir jetzt nicht schlechtere Erfahrungen gemacht als in der Koalition mit Herrn Bouffier. Aber würde auch sagen, wir koalieren dort nicht mit Antidemokraten, auch nicht in Thüringen. Ich glaube auch nicht, dass Sie Ihren Kollegen Ramelow für einen Antidemokraten halten und auf eine Stufe mit der AfD stehen. Ja, aber man muss doch sagen, Herr Trittin, das würde mich irren, weil Sie ein Vertreter sind der Linken bei den Grünen. Erfolgreich sind doch die Grünen dort, wo sie einen sehr realpolitischen Kurs fahren. Also erstmal in Hessen, auch mit hervorragend geschultem Personal. In Schleswig-Holstein mit Habeck, der eine Art heimlicher Ministerpräsident ist in Ihrem Lande. Und ich frage Sie, wer jetzt Winfried... Müssen Sie mir aber nur mal erklären, was an Silvia Löhrmann und den Nordrhein-Westfalen weniger realpolitisch ist. Das ist ein traditionell linker Landesverband. Sie erinnern sich an unsere gemeinsame Jugend. Das ist aber ein Märchen. Ich habe berichtet über die Grünen, Sie waren dabei. Und der dritte, Winfried Kretschmann. Ja. Das ist doch die Verkörperung eines Menschen, der auch für konservative Wähler absolut akzeptabel ist. Deshalb verstehe ich nicht... Freue ich mich doch drüber. Ja, freuen Sie sich doch. Ich habe doch gar kein Problem damit. Ich habe doch nur gesagt, dieses eine ist eine Option, es gibt andere Optionen. Ich sage nur, die linken Landesverbände sind nicht besonders erfolgreich. Naja, das würde ich mal, wenn Sie den einzigen linken Landesverband an dieser Stelle nehmen, nämlich Niedersachsen, an der Stelle nicht gelten lassen. Der Rest ist letztlich strömungspolitisch nicht verorten. Das sind alles im Wesentlichen Grüne. Und die Grünen stehen, ob in Baden-Württemberg, in Niedersachsen oder in Schleswig-Holstein, dass wir sagen, wir wollen eine Energiewende, die Schluss macht mit der Verbrennung von Kohle, weil wir Klimaschutz ernst nehmen, weil die Große Koalition gerade dabei ist, die eigenen Klimaschutzziele zu reißen für 2020. Die werden nicht mehr einzuhalten sein. Wir sind gemeinsam der Auffassung, dass die deutsche Automobilindustrie nur eine Zukunft hat, wenn wir ein Ende des fossilen Verbrennungsmotors herbeiführen, wenn wir Schluss damit machen, Diesel zu subventionieren, weil solange wir das tun, werden wir keine Elektromobilität kriegen. Wir sind alle gemeinsam der Auffassung, dass wir mehr investieren müssen in Familie und weniger in Rüstungsausgaben und das 2%-Ziel. Und das sind bestimmte Schnittmengen, die haben wir mit der SPD, die haben wir in diesem letzten Fall nicht mit der CDU und ich glaube auch nicht mit der FDP. Die wollen alle lieber mehr Geld für die Rüstung ausgeben, statt für Bildung und Familie. Ausloten von Schnittmengen, darum geht es im Moment. Und das ist hochinteressant. 30 Milliarden. Finde ich, weil sich so viele neue Konstellationen ergeben können. Schauen wir jetzt alleine den Ausgang der zurückliegenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und NRW an. Was da alles möglich und was auch ausgeschlossen worden ist, wo dann übrig bliebe, doch nur wieder eine große Koalition zu bilden. Gucken wir mal. Nach der Wahl in Schleswig-Holstein, Grüne und FDP verstehen sich anscheinend bestens. Wenn Sie sich einig sind, dann können Sie sich den Ministerpräsidenten aussuchen. Ja, das stimmt ja auch. Für die dortigen Grünen gilt: Unser Favorit in dieser Situation ist die Ampel. Doch solch eine rot-gelb-grüne Koalition sieht die FDP nicht. Die Wahrscheinlichkeit von Ampel tendiert gegen null. Sie will Schwarz-Gelb-Grün, die sogenannte Jamaika-Koalition, im Gegensatz zu den Grünen. Der Weg nach Jamaika ist für uns der denkbar längste. In Nordrhein-Westfalen hat FDP-Chef Christian Lindner die Ampel-Koalition sogar per Parteitagsbeschluss ausgeschlossen. 2017 werden wir die rot-grüne Politik nicht verlängern, sondern wir werden sie beenden. Und Grünen-Spitzenkandidat Sven Lehmann hat ebenso klar ausgeschlossen, es wird in NRW keine Jamaika-Koalition geben. Unser Beschluss ist eindeutig.
Herr Kubicki, wenn alle alles wieder ausschließen, dann bleibt am Schluss doch nur die Große Koalition. Dann dürfen sich aber eigentlich die kleinen Parteien FDP oder Schwarz-Gelb oder was? Ich glaube, in Schleswig-Holstein wird Jamaika kommen. Nachdem die Grünen mit der SPD dramatische Verhandlungen geführt haben werden, bei denen am Schluss die SPD sagt, so können wir uns nicht demütigen lassen. Das ist, glaube ich, der Umweg, den die Grünen gehen müssen, um dann mit der FDP und der CDU zusammenzukommen. Wäre in NRW aber nicht möglich gewesen. Und auch die Ampel nicht, weil Ihr Kollege Christian Lindner das sogar selbst per bombenfesten Parteitagsbeschluss ausgeschlossen hat. Ist das ein Fehler, auszuschließen? Das entscheiden die Menschen, die Wahlkampf führen, immer selbst. In Nordrhein-Westfalen haben das entschieden. Wir hatten eine solche Ausschlusssituation nicht. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass die Politik von Rot-Grün in Schleswig-Holstein wirklich dramatisch gescheitert ist. Und es macht gar keinen Sinn, das fortzusetzen. Ich wundere mich übrigens, warum Thorsten Eibig nicht die gleiche Konsequenz gezogen hat wie Hannelore Kraft. Jemand, der 3,3% im Wahlkampf verliert, mit der Anmutung, er sei der beste Ministerpräsident aller Zeiten, die Menschen würden ihn lieben, er sei der Gewinner der Herzen, und wartet dann über eine Woche, bevor er dann vielleicht mal auf den Bund der Tatsachen kommt. Das ist schon wunderbar. Aber gut, kommt doch wahrscheinlich damit, nicht dran. Herr Giovanni Lorenzi, ich glaube, also Sie sind doch, wenn Sie in Hamburg sitzen, ein bisschen weit weg von der Wirklichkeit. Denn dass Grüne und SPD jetzt Verhandlungen führen über eine Koalition, finde ich ziemlich komisch. Die haben keine Mehrheit. Wir fangen doch morgen mit uns an. Ja, wir fangen miteinander an, um zu gucken, ob eine Basis möglich ist. Aber auch da muss klar sein, gesagt, die bisherige Politik ist abgewählt worden von den Menschen, genau wie Nordrhein-Westfalen. Und sie wird mit der FDP keine Fortsetzung machen. Die Grünen gehen nicht direkt mit der FDP, sondern sie werden den Umweg gehen, mit der SPD nochmal zu verhandeln. Das ist worüber denn? Wenn um sich keine Mehrheit haben. Also darf ich nochmal fragen, worüber denn? Da sitzen zwei, die keine Mehrheit haben. Verhandeln was? Das ist doch lustig. Also, ja, entschuldigen Sie mal, wir haben ja eine komplizierte Situation. Es nützt nichts, wenn Herr Kubicki mit der CDU verhandelt alleine. Nee. Es nützt auch nichts, wenn die Grünen alleine mit der SPD verhandeln. Es gibt realistisch jenseits der Großen Koalition nur zwei Optionen. Und beide sind lagerübergreifende Koalitionen. Die eine Koalition ist Jamaika, sprich CDU, FDP und Grüne. Die andere ist SPD, Grüne und die FDP. Ich will Ihnen, Herr Kubicki, weil ich Sie für einen guten Machtpolitiker halte. Das ist kein Vorwurf. Nein. Ist das ein Kompliment? Ich bin ein böser Neoliberaler. Nein. Neoliberal würde ich Sie nie nennen. Dann gibt es andere bei Ihnen. Ich will Ihnen nur zum Nachdenken was geben. Wir haben ja was gemein. Wir sind beide mit Angehörige kleiner Parteien. Genau. Wir haben eigentlich das gemeinsame Interesse, die Macht der großen Parteien, das macht jetzt Frau Schwesig und Herr Bouffier nicht gefallen, zu begrenzen. Wenn man in so einer Situation ist wie in Schleswig-Holstein, wie macht man das am besten? Ich würde sagen, das Einfachste ist, man schickt die größte der größten Parteien in die Machtlosigkeit und die geschwächte, kleinere, große Partei, den nimmt man möglichst viel Macht ab. Genau. So geht doch Realpolitik. Ja, Herr Trittin, aber wenn... Überall dort, wo man Ihren Ratschlägen gefolgt ist, bin ich kaputt gegangen. Sie verwechseln ein Problem. Das ist Machtpolitik für Parteiinteressen. Die Leute sind zur Wahl gegangen, um eine Regierung zu wählen, damit die irgendwie was Gescheites fürs Land tun. Genau. Und das Wichtigste ist doch nicht, dass die Partei sich gefällt, sondern jetzt geht es darum, alle haben wir gesagt, wir wollen das Land regieren. Und jetzt ist eine schwierige Situation. Und wenn sich jetzt alle vom Acker machen, damit man vorher möglichst die eigenen zur Wahl bringt, schließt man alles aus, ist doch klar, warum sie es gemacht haben. Die Frau Löhmann hat gesagt, Weckruf nach dem Motto, Hauptsache wir kommen rein. Aber jetzt kann es doch nicht darum gehen, dass sie zum Beispiel nach ihrer Theorie würde der Wahlsieger in Schleswig-Holstein, die CDU, mit dieser sagenhaften Taktik in die Opposition, damit sie die Partei schön machtpolitisch einfangen. Das ist jetzt habe ich verstanden. Wir diskutieren hier Es geht doch um die Frage, möglichst rasch, und das gilt immer, möglichst bald eine handlungsfähige Regierung. Die Leute zahlen Steuern, die wählen uns, damit wir möglichst vernünftig arbeiten. Die ganzen Spielchen drumherum, die führen immer dazu, dass der Frust steigt, und genau das dürfen nicht passieren. Ich wollte Ihnen nur ein Beispiel geben.
Warum ich bewusst das machtpolitische Argument verwendet habe, ja, weil ich durchaus sehe, ich habe es nicht verstanden. Wenn man zwei große zur Auswahl hat, nimmt man den kleineren, dann hat man mehr vom Kuchen. Das ist auch einfach. Ja. Das ist auch Giovanni Lorenzo verstehen. Ich verstehe es ganz schwer, nur weil Sie müssen es an Beispielen festmachen. Ich könnte es in der Sache auch durchargumentieren. Zum Beispiel das lassen Sie Frage, das doch einfach sein, weil das einfach absurd ist, wenn Sie das mal von mir hören wollen. Es ist einfach absurd, was Sie gerade tun. Das, was Sie momentan sagen, zeigt mir Ihre Missachtung über den Freien Demokraten. Das wird nicht passieren. Nein, doch. Das ist die Missachtung. Ich habe versucht, Ihnen eine Brücke zu bauen. Sie wollen mir eine Brücke bauen? Ich brauche Ihre Brücke nicht. Gut. Dann können wir beide das Problem bekommen, dass wir am Ende eine große Koalition hätten. Das ist dann wollen Sie das? Das ist dann Ihr Problem. Wenn Sie Ihren grünen Freunden raten, nicht in Jamaika zu gehen, das ist Ihr Problem, nicht unser. Ich habe denen gar nichts zu raten. Die haben eine Entscheidung zu treffen in Schleswig-Holstein. Ich habe Ihnen versucht, klarzumachen, warum die Grünen aus inhaltlichen, aber auch aus machtpolitischen Gründen dort eine klare Priorität für die Ampel haben. So haben sie es erklärt und so werden sie Ihnen das wahrscheinlich morgen auch sagen. Entscheiden werden die, nicht ich. Gut, dann müssen die Grünen sehen, wie weit sie damit kommen. Also ist doch albern. Das soll gelegentlich vorkommen, sonst wäre Willy Brandt nie Kanzler geworden. Das ist auch Quatsch. Nee, ist so. Das hat die FDP gemacht damals. Ja. Da gab es uns noch nicht. Aber es ist ja mal ganz interessant zu hören. Der Wahlsieger geht in die Opposition, damit politisch ein interessantes Spiel hat. Ich finde es gut, dass Sie das so klar sagen. Ich finde es aber falsch. Nochmal geschaut nach NRW übrigens auch, heute müssen Sie Abend, ganz Herr beruhigt Kubicki. Ich übrigens weiß, auch. Das wird nicht passieren. Sie sitzen ja morgen zusammen mit den Grünen in Schleswig-Holstein. Wir haben noch mal den Ausschnitt gesehen aus der Wahlsendung von Sonntag. Da hat man den Eindruck, Sie verstehen sich sehr gut mit Herrn Habeck und wollen ja, anders als der Herr Trittin es skizziert hat, soweit wir es jetzt verstanden haben. Sie wollen tatsächlich eine Koalition bilden. Sie gehen mit einem ernsthaften Interesse da rein. Ja, die Grünen ja auch. Wir treffen uns morgen zuerst, bevor wir uns mit allen anderen treffen, weil uns beiden klar ist, dass wenn wir uns nicht verständigen, nicht einigen, es eine große Koalition geben muss. Und da die Grünen in Schleswig-Holstein nicht nur ein gutes Ergebnis erzielt haben, die Grünen in Schleswig-Holstein haben 3,3% zugelegt, die Grünen haben 0,3% verloren. Ist ja auch egal. Also dieser Trittin ist wirklich unerträglich. Weil es darum geht, eine vernünftige Lösung zu finden und weil ich, wie gesagt, mit Robert Habeck und die Fraktionen auch untereinander ein sehr gutes Arbeitsverhältnis seit mehreren Jahren haben, glaube ich, dass wir zu einer vernünftigen Lösung kommen. Es wird ein bisschen dauern, aber es wird kein machttaktisches Spielchen geben à la Trittin. Jetzt deshalb noch mal drauf geschaut auf NRW. Ich weiß, Sie wollen Christian Lindner da keinen Rat geben, aber wenn man Ihre Logik zu Ende denkt, dann macht Ihr Kollege dort jetzt machttaktische Spielchen und bemüht sich nicht, alles dafür zu tun, dass sich eine Koalition bilden lässt, etwa auch aus Schwarzen und Gelben. Ja, ob es eine Koalition aus Schwarzen und Gelben gibt, weiß ich noch nicht. Ich kenne das Ergebnis noch nicht. Wenn das möglich ist, wird es mit Sicherheit ausgelotet werden. Aber noch einmal, wir haben zur Kenntnis genommen, wie massiv die Union gegen die FDP Wahlkampf geführt hat. Und ich kann Christian Lindner verstehen, meine Freunde Nordrhein-Westfalen. Die Form der persönlichen Verletzungen der beteiligten Personen in Nordrhein-Westfalen war so dramatisch. Die Grünen haben die Kirche zu Hilfe gerufen, weil sie an sich selbst nicht mehr geglaubt haben, mit der Erklärung, man müsse diesen bösen Neoliberalen das Handwerk legen. Was ist das für eine Ebene, mit der man zusammenarbeiten sollte? Funktioniert doch nicht. Also da muss man schon konsequent bleiben. Insofern, die Grünen haben ihrerseits ja auch Jamaika ausgeschlossen, was ich nicht verstanden habe, aber egal. Da müssen sie eben damit leben. Wenn es zu keiner gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen FDP und Union in innerlichen Fragen kommen kann in Nordrhein-Westfalen, dann hat Christian Lindner gesagt, gehen wir in die Opposition. Ist ja auch nicht das Schlechteste als stärkste Oppositionskraft, dann so ein bisschen mal die große Koalition aus SPD und CDU vor sich herzutreiben. Zeigt aber doch, Giovanni, dass es wahnsinnig schwer ist, sich in einem Wahlkampf klug aufzustellen. Wenn man ausschließt, ist das Mist. Wenn man nicht ausschließt, auch, weil man keine Orientierung gibt. Also keine Prognose, sondern nur ein Wunsch. Ich finde es gut, bei allem Respekt vor den Vertretern, die hier sitzen, der kleineren Parteien, wenn es zwei große Volksparteien gibt, die sich um die Mitte streiten, die darum kämpfen. Weil wenn das ausfällt, werden immer die Ränder stark. Und insofern kann ich ganz gut einen Jens Spahn verstehen, der die neue Hoffnungsfigur ist, der, nachdem sie ausgefallen sind wegen Koalition mit den Grünen, neue Hoffnungsfigur ist der Konservativen bei der CDU, der gestern erklärt hat, zweimal, er wünscht sich eine starke, vitale SPD. Das tut der Mitte gut und schadet den Populisten. Und wie findet die SPD nach 3 verlorenen Landtagswahlen zu neuer Vitalität? Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, das sind Landtagswahlen jetzt gewesen. Und machen Sie sich damit nicht ein bisschen einfach, Frau Schwesig?
Wir haben ja selber von dem Wahlsieger Armin Laschet gehört, dass es ganz klar landespolitische Themen in NRW gab. Und wir haben es selber von Hannelore Kraft gehört, dass es auch ihr Wunsch war, es sehr landespolitisch zu fokussieren. Und dass wir uns in dieser Zeit sogar zurückgehalten haben mit dem nächsten bundespolitischen Step nach Arbeitsmarktaufschlag, Familie und kam ja dann Wirtschaft und jetzt kommt Bildung. Da muss man aus heutiger Sicht sagen, war zu lange Zeit dazwischen. Das lag aber daran, dass wir uns auf die Landtagswahlen konzentriert haben. Aber ab morgen spielt nur noch die Bundestagswahl eine Rolle. Da geht es nur noch um das Duell Merkel und Schulz. Und da wird die SPD natürlich motiviert sein und jetzt kämpfen und die nächsten inhaltlichen Themen deutlich machen. Und ich bin an einer Stelle bei Herrn Di Lorenzo, dass wir uns nicht alleine fokussieren auf das Thema soziale Gerechtigkeit. Ich halte es für den Markenkern, aber dass wir natürlich es breiter aufstellen, das Gerechtigkeitsthema, und stark in die Mitte gehen. Das tun wir zum Beispiel bei dem Thema auch Zeit für Familie. Das tun wir bei dem Thema mehr Wirtschaftsinvestitionen. Wenn ich Handwerker treffe, und ich war gerade auf einer Veranstaltung, wir sind ja zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, gibt es vor allem kleinere Unternehmen. 90% haben weniger als 20 Mitarbeiter und Mitarbeiter. Da geht es nicht um diese Riesenkonzerne. Und die sagen alle zu mir, Frau Schwesig, was unser Problem ist, ist das Thema Fachkräfte. Und ich glaube, wir müssen zum Beispiel umsteuern und die berufliche Bildung viel stärker machen. Wir diskutieren immer darüber, dass jeder Jugendliche Abi braucht, studieren muss. Nur das ist eine Bildungschance. Wir machen zu wenig klar, dass ein anständiger Ausbildungsberuf, eine gute Lehre auch was wert ist. Und wir müssen investieren, dass man zum Beispiel zukünftig dann auch den Meister Schulgeld freimachen kann, dass wir da investieren. Oder zum Beispiel Glasfasernetz. Aber doof daran ist doch, Frau Schwesig, Sie stellen auch jetzt schon die Arbeitsministerin. Man wird sofort immer die Frage stellen, warum haben Sie sich dann nicht genau um diese Fragen gekümmert? Das hätten Sie längst tun können. Sind Sie dadurch nicht komplett gefangen, weil Sie in der Großen Koalition natürlich gearbeitet haben, weil bestimmte Themen möglich gewesen wären, Sie haben sie nicht gemacht. Und sowieso, wenn Sie sich auf die Mitte fokussieren, dann wird das Drama oder das Dilemma noch offensichtlicher, weil da sitzt schon Angela Merkel. Na, das sehe ich nicht so. Wir sehen ja auch bei dieser Wahl, dass es einen ziemlichen Ruck nach rechts gegeben hat. Es sind die mehr Stimmen für die Union gekommen, mehr Stimmen für die FDP. AfD. Und Sie stellen ja zu Recht die Frage, wie machen Sie das, wenn Sie jetzt selber Teil der Regierung sind? Genau. Und wir haben als, und das wird von den wenigsten bestritten, auch in der öffentlichen Diskussion, wir haben ja als SPD dafür gesorgt, wir sind das soziale, moderne Gesicht dieser Regierung und haben zum Beispiel im Bereich Arbeitsmarkt dafür gesorgt, dass Verbesserungen eingetreten sind, wie der Mindestlohn. Und Andrea Nahles sagt, wir müssen jetzt weitermachen. Wir haben dafür gesorgt, dass wir in der Familienpolitik mehr für Kitas tun, mehr Elterngeld plus zum Beispiel. Und ich sage, da muss jetzt der nächste Step mit Gebührenfreiheit kommen. Und wir machen deutlich, wo der Unterschied ist. Aber großes Problem ist immer, dass es nicht einzahlt auf Ihre Zustimmungsraten beispielsweise. Das ist doch dann dramatisch. Und da zeigt sich, dass diese Entscheidung, in die Große Koalition zu gehen, vielleicht doch nicht die richtige war. Das sehe ich ganz anders, weil anders als die Herren hier in der Runde, die ja ziemlich deutlich gemacht haben, dass ganz viel Machttaktik, Koalitionsspielchen offensichtlich stattfinden. Sie müssen Trittin und nicht uns einzuordnen. Sind wir, na, aber das haben wir jetzt alle hier gerade live erlebt. Ich habe mich noch gefragt, geht es hier eigentlich irgendwann mal um die Menschen? Und wozu stellt man sich der Wahl, also wenn man am Ende nicht regieren will? Das war Trittin, wollte ich nur mal sagen. Und wir sind in eine große Koalition gegangen, mit dem Wissen, dass das schwer ist, weil immer der Amtsinhaber, in dem Fall die Kanzlerin, auch dann sozusagen den Bonus zieht. Aber uns war es wichtig, einfach Dinge für die Menschen zu verbessern. Ich meine, wir machen doch nicht Politik dafür, dass wir dann rumsitzen und sagen, nee, aber mit denen passt es uns nicht, dann machen wir jetzt mal 4 Jahre Stillstand. Wir waren das moderne und soziale Gesicht und sind es immer noch. Und wir wollen das weitermachen. Wir machen aber auch deutlich, mit der CDU und Frau Merkel gibt es halt Grenzen. Und ich finde, Frau Merkel hat mit Sicherheit ihre Verdienste für die Vergangenheit. Sie steht aber auch nicht mehr für die Zukunft. Sie hat keine Idee, wie die nächsten 4 Jahre in diesem Land aussehen. Und darüber machen wir uns Gedanken. Wir haben einige Dinge vorgestellt und ab morgen wird es weitergehen. Warum lastet man das Frau Merkel eigentlich nicht in dem Maße an, wie man es der SPD anlastet? Nein, sag es mal, dieses Breitbandbeispiel. Nee, Herr Trittin, ich will jetzt nicht Sie müssen mal erklären, wenn Sie mit Glasfaser Wahlkampf machen wollen, wie es kommen kann, dass Deutschland weniger Glasfaseranschlüsse hat als Estland,
Schweden und Spanien. Rumänien. Und Sie und Rumänien. Und Sie sitzen in der Regierung und Sie haben das zu verantworten. Ich finde, wenn wir über Inhalte reden, muss man über Verantwortlichkeiten reden. Dann können Sie sich nicht aufhören, wie Frau von der Leyen, die sagt, ich habe mit der Bundeswehr gar nichts zu tun und ich habe mit dem Glasfaser nichts zu tun. Kann Thema. Ich noch mal aber die Frage stellen, Herr Kubicki, wir drangen, ich bin nicht durchgedrungen Frau gegen Herrn Trittin. Nee, Herr Bufli, jetzt lassen Sie mich kurz mal auch meinen Job hier machen und er geht so, dass ich die Frage noch mal stelle, die ich eben schon mal hatte, die Sie nicht beantworten wollten, stelle ich Sie Herrn Kubicki noch mal, nämlich danach zu fragen, warum lässt man es eigentlich der CDU unter Angela Merkel oder mit Angela Merkel so lange durchgehen, dass sie zum Beispiel nicht sagen konnte, als sie sich zu einer neuerlichen Kandidatur entschloss, warum sie denn eigentlich noch mal antreten will, welche Inhalte sie damit verbindet und was sie dringend in ihrer Zeit noch lösen will. Aber der SPD lastet man das immer an. Nein, zunächst einmal sitzen wir noch nicht im Deutschen Bundestag. Wenn wir da wären, hätten wir die Frage selbstverständlich auch gestellt. Und sie wird natürlich auch im Wahlkampf gestellt werden. Kanzler, das ist doch gut. Dass die Union nun den Kanzleramtsminister zum Programmchef ernannt hat, spricht ja auch von Wende. Sei es drum. Aber bei der Sozialdemokratie ist die Anmaßung, die dahinter steht, in den Aussagen ziemlich komisch. Ist die Republik jetzt nach 4 Jahren ihrer Regierungsbeteiligung ungerechter oder gerechter geworden? Das ist eine spannende Frage. Weil sie beißen sich, da hat Trittin ja recht, komplett wieder in ihrer eigenen Argumentation. Entweder sie haben Positives bewirkt, dann kann die Kampagne von Schulz nicht wirken, oder sie haben nichts Positives bewirkt, dann dürfen sie auch nicht wiedergewählt werden. Nee, so einfach ist es. Wir haben einfach nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken. Nein. Wir haben für mehr Gerechtigkeit gesorgt. Denken Rot-Weiß oder so. Nein, aber wenn Sie mich fragen, Herr Kubicki, dann lassen Sie mich auch einfach antworten. Mache ich gerne. Wir denken halt nicht in dieser Konstellation der Union. Man lehnt sich entspannt zurück und sagt, wir haben viel erreicht und es ist alles schön und kann so bleiben. Sondern wir sagen, wir haben für mehr Gerechtigkeit gesorgt. Zum Beispiel mit dem Mindestlohn, zum Beispiel mit dem Gesetz für mehr Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende, mit dem Elterngeld Plus, mit vielen Maßnahmen, gerade im Bereich Kita. Und auch in der Arbeitsmarktpolitik. Aber wir sagen auch ganz klar, wir haben nicht alles mit der Union erreicht, was man verbessern muss. Damit muss ich jetzt, was ist die Botschaft? Muss ich leider Schluss machen. Wir können doch nicht so tun, als ob alles gut wäre in Deutschland. Nur weil man in der Regierung ist, darf man nicht alles nur schönreden. Man muss auch ernsthaft über Probleme sprechen, die immer da sind. Ich muss mich jetzt dazwischen werfen, nochmal, pardon, jetzt aus dem simplen Grund, dass unsere Sendezeit vorüber ist. Ich habe mal erklärt, was wir für die Zukunft machen wollen. Das können wir in einer anderen Sendung zweifelsfrei noch machen. Danke an Sie alle und wir machen weiter mit Ingo Zamperoni und den Tagesthemen. Ingo, was macht ihr jetzt?